Herzlich willkommen zurück, liebe Freundinnen und Freunde der World of Warcraft, liebe schon coole Community. Ich bin Andreas und ich begrüße euch nach den vielen Wochen Abwesenheit zu einem neuen Video zum Thema World of Warcraft als Wirtschaftssimulation, World of Warcraft Ökonomie News. Zuallererst aber vielen, vielen Dank für eure ganzen Nachrichten und Botschaften und diese ganzen positiven Rückmeldungen, die Resonanz, das ist alles angekommen. Habe mich sehr darüber gefreut und die positiven Botschaften auch ausgerichtet. Und vielen Dank wirklich für die Aufmerksamkeit und auch die Rücksicht. Ich habe mich eine ganze Weile jetzt auch zurückgezogen, das war auch gut. Habe jetzt zwischendurch ja, mir auch noch den Fuß verletzt, das war irgendwie ganz toll, konnte nicht so Sport machen, dadurch das ein oder andere Pfund raufbekommen. Aber das ist ja nicht wild, denn jetzt kommt die Weihnachtszeit, der Dezember ist erfahrungsgemäß immer der kalorienärmste Monat, wenig zu essen, wenig zu trinken, wenig Einladung. Wirklich fantastisch, also das macht das Ganze natürlich noch einfacher. Also verzichten ist angesagt, ja. Verzichten ist aber nicht angesagt, was das Goldverdienen in der World of Warcraft angeht. Verzicht ist nicht angesagt, was das Teilen von Informationen angeht. Und das soll hier wieder starten. Aber mir war nochmal wichtig, vielen Dank zu sagen an alle, die sich gemeldet hatten auf die Nachricht. Vielen Dank auch an meine Moderatoren in unserem Discord. Und vielen Dank an euch, dass es so friedlich verlaufen ist. Ja, die Community wächst, 3500 Mitglieder mittlerweile. Der YouTube-Kanal ist nur ein bisschen gewachsen. Der YouTube-Algorithmus ist halt brutal, wenn man nicht wöchentlich mindestens ein Video hochlädt. Ja, das ist dann einfach so, ne? Das ist ja auch nur ein Hobbyprojekt. Freue mich, dass der Kanal von Exitus jetzt auch deutlich und sehr gewachsen ist. Also das Interesse an der World of Warcraft ist ja weiterhin da und besteht. Und am Gold verdienen und dann Farmen und an der WoW-Ökonomie. Und ihr liebe Exitus und ich werden auch den Goldcast selbstverständlich fortsetzen. Da kamen viele Fragen, hat mich sehr gefreut, hat Exitus gefreut. Das heißt, das Format war und ist hoffentlich gut und wird auch vermisst. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Wäre es jetzt keinem aufgefallen, dass die beiden Sprallis, ja, Moment, war da nicht irgendwie was und den hört und sieht man nichts. Also insofern, Leute, das geht weiter. Da freue ich mich auch oder bin auch Exitus dankbar, dass er mir da auch Zeit und Raum gelassen hat, weil jetzt einfach privat so viel Wichtiges anstand, auch noch ein bisschen ansteht, aber ich kann dann und wieder ein paar Videos machen und dachte, was ist jetzt ein guter Wiedereinstieg, nachdem ich so viel verpasst habe, wie die BlizzCon verpasst habe, das ganze Shadowlands-Thema verpasst habe und die ein oder andere Änderung, ne, Auktionshausänderung soll kommen und Patch 8.3, das können wir nach und nach alles so ein bisschen dekonstruieren. Ja, sagt Andreas auch noch was zum Karawan Brutosaurier. Genau, wir wollen uns das doch aber mal konkret anschauen und gucken, was hat es eigentlich damit auf sich und wer ist eigentlich betroffen. Mich interessiert vor allem mal überhaupt eure Rückmeldung, gerne auch in den Kommentaren. Meine Wahrnehmung war immer, ihr Lieben, alle, die das Gold und die ganzen Millionen über hatten, haben sich doch sowieso den Longboy direkt gekauft zur BFA. Es gibt auch viele, die hatten das Gold über, haben das Gold über und sagen, pff, dafür gebe ich doch nicht hier 5 Millionen aus. Das ist hier so ein Auktionshaus-Accessoire. Brauche ich gar nicht. Dann gibt es viele, die haben vielleicht darauf hingearbeitet oder sind noch dabei. Das ist jetzt ein großer Vorlauf. Das heißt, man hat ja eigentlich noch genug Zeit. Gucken wir gleich mal. Gold zu machen und Gold zu verdienen. Ein wenig kurios fand ich die Begründung von Blizzard natürlich. Ich möchte mich jetzt zu diesen ganzen Spekulationen gar nicht äußern. Denn es ist sowieso egal, Leute. Die Entscheidung ist getroffen. Was, wann, warum und wie? Bis hin zu dem Thema, machen sie das, damit sie die Tokenverkäufe forcieren können? Keine Ahnung. Ja, mag plausibel sein, mag totale Paranoia sein und Verschwörungstheorie. Es ist letztendlich wurscht. Was hier aber Kaiwax, der Community Manager, geschrieben hat, darauf möchte ich nochmal ganz kurz eingehen. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße. Grüße an die Füße und Kussi auf die Nasenspitze an Toshayo, unseren Community Manager der Herzen. Du bist jederzeit herzlich eingeladen als Special Guest in unsere World of Warcraft Community. Ich hoffe, du bleibst der WoW erhalten und ja, schade, dass du nicht mehr da bist. Alles Gute für deinen weiteren Weg. Und jetzt kann ich ja, da du jetzt nicht mehr so genau hinguckst, ein bisschen hier rumdissen, denn Kaiwax hat hier geschrieben, direkt, ja, like all dinosaurs, the mighty Karawan Brutosaurus days are numbered. Ganz genau, ja, die wie bei allen Dinosauriern sind die Tage gezählt. Und dann dachte ich mir, gilt das eigentlich für alle NPC-Verkäufe und Dinosaurier-Archetypen, was Pets angeht und Mounts angeht? Komisch. Wirkt etwas willkürlich, wirkt nicht ganz konsequent. Aber auch da, Leute, ist es erstmal egal. Der Punkt ist,
das Ding verschwindet außer Verfügbarkeit. Das heißt, man kann sagen, ja, der verschwindet. Faktisch verschwindet der Karawan-Brutosaurier. Technisch verschwindet er nicht, aber was bedeutet das? Er wandert auf die Liste, Zitat, Possible Items wird das wohl. Das heißt, der ist nicht so verfügbar im Black Market AH. Er muss überhaupt, das ist eine Grundgesamtheit von Elementen. Und der Brutosaurier kann RNG-mäßig erscheinen im Black Market AH. Das heißt, wer ihn zukünftig haben möchte, ab Shadowlands, muss das BMAH im Auge behalten und dann noch auf jeden Fall mit einem kompletten Goldcap dort stehen, um das vielleicht zu setzen, um mich dann sicher zu gehen. Denn vielleicht bietet einer einfach nur mal, sagt, Mensch, vielleicht kriege ich den für 3 Millionen, hö, ne? Dann habe ich 2 Millionen gespart. Ich glaube, auf Client-Servern wird das nicht funktionieren. Ich fand die Kommentare putzig, die da sich geäußert haben in der Richtung, ja, vielleicht ist auf Client, auf den Low-Pop-Servern, kriegt man den jetzt vielleicht viel, viel günstiger als für die 5 Millionen. Ja, ich empfehle nochmal das Goldgoblinchen-Interview anzuhören, hier auf meinem Kanal. Wir haben unsere Community, genug Leute, die spielen auf den Low-Pop-Servern und haben richtig viel Gold, Millionen im Zweifel auch Goldcap oder darüber, die gibt es, die Leute. Unterschätzt das bitte nicht. Glaubt nicht, ja, wenn ihr dann jetzt auf Lordaeron euren Char parkt und da Millionen rüber transferiert, auf welchem Weg auch immer, ihr wartet nur auf BMAH-Listing und dann kriegt ihr den für 1 oder 2 Millionen. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Für mich heißt es faktisch, verschwindet er, diejenigen unter euch, die ihn bis dahin sich jetzt nicht leisten konnten, bis Shadowlands kommt oder wollten, werden dann auf jeden Fall, meine ich, eher Richtung Goldcap investieren müssen zukünftig, wenn der überhaupt mal ja in diese Auswahl kommt. Das heißt, zu sagen, Mensch, ich kaufe mir diese Woche den Karawan Brutosaurier, könnt ihr fast abhaken. Für mich ist es ein faktisches Verschwinden aus der Verfügbarkeit. Black Market AH ist einfach eine Lotterie, das ist eine Wundertüte, aber keine, die ich mehr kaufen kann, dann habe ich RNG-Zugriff, sondern es ist ein Auktionshaus-PvP, wenn man so möchte, weil es ein Bietwettbewerb ist, nämlich in Time und Budget, wenn man so möchte, Time in Budget, nämlich sowohl zeitlich als auch was die Goldmenge angeht. Und ihr wisst selber, wie viele Geschichten direkt für Goldcap dort rausfliegen oder gesetzt werden, ne? Also das nur mal so. Das zu dem Thema. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen und ich habe dazu jetzt keine weitere Äußerung. Ich hab ihn mir geleistet, wollte ihn mir auch leisten. Braucht man ihn? Nö, braucht man nicht. Ist er nice to have? Ja, ist er. Ist natürlich fürs Farmen klasse, gerade wenn man unterwegs ist. Ansonsten finde ich ihn jetzt nicht so volkskritisch. Manche sagen, ja, das ist jetzt ein riesen Nachteil für alle, die nicht haben beim Farm. Das ist irgendwie Quatsch, ja. Wir kamen ja fast 1,5 Jahrzehnte ohne den aus und ihr habt Auktionshaus-Twinks, ihr sucht einen Briefkasten und ja, das kriegt man gemanagt, ihr Lieben. Also von daher sehe ich das jetzt noch nicht so überkritisch. Die Art und Weise aber, wie das jetzt passiert, ist ein bisschen komisch. Gleichwohl haben wir jetzt sehr viel Vorlauf. Das mit dem Vorlauf jetzt ist aber spannend, denn wenn wir uns jetzt mal ausrechnen wollen, was wir denn eigentlich erwirtschaften müssen an Gold und Kapital, dann ist es ja vielleicht ganz interessant, mal einen Blick auf die Zahlen zu haben. Und da gibt es den YouTuber NovaSpace und NovaPlanet, thank you very much for sharing your Google Document. Der hat das jetzt hier öffentlich gemacht, hier, also der NovaPlanet hat sich die Arbeit gemacht und hier eine Tabelle veröffentlicht, mit der ihr eure Meilensteine kontrollieren könnt. Denn was bedeutet das denn jetzt? NovaPlanet hat sich gesagt, was ist denn, wenn jetzt im Sommer 2020 Shadowlands schon kommen sollte und hat hier die Endewoche 26.05., also Worst-Case-Szenario, zum Juni kommt Shadowlands. Dann haben wir nach hinten raus mehr Zeit, wenn es wirklich später kommt, aber gemäß seiner Formel, er hat jetzt mal angesetzt, ab dieser Woche, es war dann der Dienstag, den 26. November, 28.500 Gold pro Tag. Ganz grob, wenn ihr das Ding Ende Mai 2020 finanziert haben wollt. Nur, dass wir mal eine Orientierungsgröße haben, allein dafür ist es ja in Ordnung. Und er hat das jetzt so gemacht, er sagt jetzt mal, wir fangen jetzt mal, was weiß ich, mit 100.000 Gold an, die ihr zumindest in der Tasche habt. So. Dann sind wir bei 28.000 Gold, die wir per heute brauchen. Die Liste kann ja nicht in die Zukunft gucken. Das heißt, wir setzen da gleich mal was rein. Und er hat hier zum Beispiel tägliche Goals, muss man nicht ausfüllen, aber dann habt ihr ungefähr eine Größenordnung. Ja, das heißt, wir sind jetzt noch eine Woche zurück. Wir sagen mal, ich habe jetzt letzte Woche nicht so viel gemacht. Ihr habt jetzt 120.000 Gold letzte Woche
Und ab morgen Dienstag, 3. Dezember, lief das leider auch nicht so gut. Wir sind insgesamt bei 200.000 Gold. Das ist der Gesamtstand. Dann heißt es, für Mittwoch, Donnerstag, Freitag sind das hier so kleine Meilensteine. Das heißt, nächste Woche Montag sollten wir nach Abschluss der Woche bei 392.000 Gold sein, um im Rahmen dieser Performance zu bleiben. Das ist so der bisherige Richtwert gewesen, ne? Und das ist jetzt hier, der orientiert sich jetzt immer an der aktuellen Woche und dann dem Wert. Und nehmen wir mal an, ihr habt jetzt richtig gut Lagerverkäufe gehabt und da ist richtig viel rumgekommen und ihr beendet die Woche mit 750.000 Gold am 10.12. Dann habt ihr schon eine Überperformance. Ja, das ist ja ganz gut. Ne? Das heißt, der alte Referenzwert, da wurde übersprungen. Das neue Ziel sind 927.000 Gold, das seht ihr hier, weil sich das Gold pro Tag reduziert. Nehmen wir das nochmal raus. Seht ihr hier? 28.000 und ich spinne jetzt mal rum, ja? Ihr macht jetzt ohne Ende Lagerverkäufe und dumpt alles in das Aha, ja, was ihr die ganzen Jahre wirklich irgendwie aufgespart hattet und macht wirklich so viel Umsatz, dass ihr am Ende mit 1 Million Gold dann überbleibt. Dann habt ihr sogar, seid ihr schon bei 355.000 und der Gold pro Tag Schnitt, der erforderliche, senkt sich auf 24.000, aber immer bemessen auf Ende Mai. Worst-Case-Szenario. Das heißt, kommt Shadowlands wirklich erst im Winter Richtung November, Dezember, senkt sich das nochmal auf 13.000, 14.000 Gold am Tag. Ne, das ist jetzt ein Worst-Case-Szenario. Das heißt, wenn wir jetzt hier so weitermachen, habe jetzt aber aus Versehen leider noch eine Ausgabe. Total doof, ja, ich schulde meinen Gildenkollegen noch ein bisschen was. Ja, haben wir hier schon eine Unterperformance und schon zieht her der Wert wieder an. So. Dann habt ihr die einzelnen Meilensteine der Woche, um das ein bisschen für euch so im Controlling zu haben, wie viel Gold müsst ihr verdienen oder erwirtschaften. So, die Frage, 27.000 Gold pro Tag ist jetzt für so einen völlig Bekloppten wie mich irgendwie so gar nicht absurd jetzt bis Ende Mai, heißt aber auch, man hat die Infrastruktur, man kennt die Auktionshausmechanismen, ihr kennt euren Markt, ihr seid gut aufgestellt, ihr habt so eure Farmroutinen. Die Frage ist, als Gelegenheitsspieler, a priori sowieso, ist man denn eigentlich Zielgruppe, ja? Also macht die Diskussion jetzt Sinn zu sagen, Andreas, schafft ein Casual denn das, der vielleicht nur am Wochenende spielt und hier dann das Problem hat, vielleicht sagt ich habe das gesamte Lager leer gemacht und ich habe 1 Million schon im Dezember und die Wochen jetzt laufen aber nicht gut und diese Woche habe ich nur 29.000 Gold eingenommen und dann in der ersten Januarwoche habe ich das zumindest wieder geschafft, die 1.050.000 zu knacken. Halt, da fehlt noch eine Ziffer, einmal die 0 hier noch. Und dann sieht man, das sind hier rote Zahlen, ihr hängt total hinterher in der Performance. Das heißt, die Frage ist, sind Gelegenheitsspieler sowieso die Zielgruppe, was diese 5 Millionen angeht? Also wenn ihr sie bisher nicht erwirtschaften konntet, in diesem gesamten Legionskontext und jetzt auch im BFA-Kontext, gerade zu Patch war das 8.2, dieser Gold Rush, den wir hatten mit den neuen Gebieten, mit Mechagon und Nasiatar. Mechagon, was ist Mechagon? 2 Monate nicht gespielt, schon ist man raus. Das war ja, eigentlich konnte man es gar nicht verhindern, Gold zu verdienen, ja. Da ist ja so viel herumgekommen, dass natürlich die Frage ist, je nachdem, ja, wie sieht jetzt euer Starthorizont aus? Wie sind die Meilensteine? In diesem Sinne finde ich diese Liste von Nova Plane aber super. Nova Plane hat sich hier die Arbeit gemacht. Ich glaube, er hätte hier einen Formelfehler drin. Bei einer Zeile, das habe ich korrigiert. Dann müsst ihr das hier unten nur runterziehen, einmal korrigieren. Sind 2 Klicks. Ist nicht so schlimm. Er hat, glaube ich, in seinem Original eine Zeile, Zeile 14, glaube ich, irgendwie vergessen. Dadurch verschiebt sich das ein bisschen, kriegt man aber ganz schnell geheilt. Es ist zumindest eine gute Orientierung, zeigt durch die Goldmeilensteine und Gold pro Tag, was man braucht, wunderbar. Und jemand, der jetzt hier richtig die Lager leer ballert, sag ich mal, drückt natürlich hier entsprechend den Preis. Also wenn ihr hier unten einen ganz anderen Wert habt und seid vielleicht schon auf dem Weg dahin und nehmen wir mal an, ihr seid jetzt nicht bei 100.000 Gold, sondern ihr seid jetzt schon bei 1,1 Millionen. Also habt schon ein bisschen was gemacht. Schon reduziert sich hier der Preis erheblich. Ja, und ich habe hier angefangen, schon ein bisschen was zu verkaufen noch aus euren Lagern. Ne? Das sind dann auf einmal ganz andere Werte. Drückt natürlich hier erheblich den Schnitt. Heißt aber, ihr habt schon gut vorgearbeitet. Ihr seid fleißig am Farmen. Dann habt ihr vielleicht mal Wochen, läuft das dann nicht ganz so gut. Ne? Also wenn man jetzt hier Stagnation hat. Cool, dass jetzt das Format übernimmt, aber ist ja egal. Ne? Dann seht ihr, erhöht sich der Schnitt auch automatisch immer. Ne? Wenn ich jetzt hier eine Woche rumase und nichts mache,
erhöht sich dann natürlich entsprechend hier das Ziel, was ich brauche. Ne? Also das bisherige Goal hat man total überperformt, weil man hier schon super Startkapital hatte. Aber ne, diese Tageszielgeschichten, die erhöhen sich dann auf einmal gut. Ne? Und dann wären wir hier immer noch jetzt hier so Mitte Januar bei knapp 30.000 Gold am Tag, die wir machen wollen. Ne? Ihr seht, man... Wenn ich das nicht packe, ja, wenn ich diese Goals, die ich hier habe, dann schon nicht packe, durch Gold pro Tag, was ich hier wirtschaften muss, ja, dann habt ihr diese rote Zahl und es wird halt immer ekelhafter. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, das neue Goal, das kriege ich jetzt aber gepackt, ich habe jetzt hier 1,55 Millionen, dann ist es immer noch eine rote Zahl, aber die Differenz nimmt ein bisschen ab. Ich muss jetzt nicht mehr insgesamt hänge ich eine Million hinterher, sondern klammern nur noch 989.000. Das ist aber die Systematik. Jetzt kann man sagen, Leute, ist das jetzt eher dann ein Instrument, um zu frustrieren oder ist es ein Instrument, um zu motivieren? Das könnt ihr mir ja bitte mal sagen, würde mich mal total interessieren, auch ob ihr dieses Spreadsheet nutzen werdet. Ich werde auf das Video von Novaplane verlinken, ich werde auf sein Spreadsheet verlinken auf jeden Fall. Und diejenigen unter euch, die sagen, Andreas, das Thema interessiert mich überhaupt nicht, entweder komme ich mal dazu oder ich komme nicht dazu. Denjenigen unter euch sei gesagt, wir haben hier diesen wunderbaren Kanal von Exitus und der hat den Exitus Adventskalender. Und dort wird jetzt jeden Tag ein Türchen geöffnet, ein Giveaway geöffnet. Und es könnte ja sein, dass im Rahmen dieses Giveaways so zwei total bekloppte Goldmaker sagen, ich sponsere einen Caravan Brutosaurier. Und der andere sagt, nein, ich sponsere einen. Und dann sagt Exitus, Andreas, seit wann duzen wir uns? Ich sponsere einen. Und dann sage ich, Exi, Sie machen gar nichts, ich sponsere ein. Und dann geht das her und hin und hin und her. Und am Ende sagen beide, was, was? Wir sponsern beide ein. Dann sind zwei Caravan Brutosaurier vielleicht Teil so einer Exitus Adventskalender-Verlosung. Es könnte ja sein, ich will nicht spoilern, aber es könnte sich lohnen, auf Exitus-Kanal vorbeizuschauen, hier zu abonnieren oder wenn man totaler Gönner ist, auch Mitglied zu werden oder auf Twitch, sobald Exi auf Twitch wieder streamen kann, sich zu beteiligen. Also habt das mal im Blick. Ich habe so das Gefühl, dass da irgendwann auch so 2-5 Millionen Gold-Aha-Mounts im Umlauf sind. Eventuell, vielleicht. Einfach mal gucken. Vielleicht auch so Richtung 24. Dezember. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht irre ich mich, ja, aber... Könnte ja sein, dass das eine Möglichkeit ist, vor allem diejenigen unter euch, die sagen, Andreas, ich habe keinen Bock, ich fange noch nicht jetzt hier an. Ne? Also, worst case, es geht hier dann Zieldatum Shadowlands kommt im Juni. Ja, das könnt ihr dann nochmal deutlich reduzieren um 40%, 45%, je nachdem, wenn wir sagen, das kommt jetzt Richtung Dezember, November irgendwie raus. Aber pro Tag, gerade wenn ihr jetzt nichts macht, habt ihr zumindest grob einen Controlling-Wert oder eine Controlling-Instanz, mit der ihr die Meilensteine nachvollziehen könnt. Und dafür finde ich das wunderbar. Und natürlich, wenn ihr jetzt hier wirklich mit so einer Gaga-Summe von 50 Gold anfangt, dann wird es natürlich schwierig. Und kommt jetzt nicht so richtig weiter, farmt hier ein bisschen und hier noch ein bisschen 129.000 und dann habt ihr nächste Woche, seid ihr immerhin bei 200.000 Gold. Ihr seht aber, ihr hängt hinterher, ne? Und Gold pro Tag erhöht sich dann, aber dann habt ihr ungefähr so euren eigenen Benchmark und seht ihr schon, packt ihr das eigentlich durch die Haferkäufe, durch eure Farmaktivitäten oder müsst ihr euch andere Dinge überlegen. Und für diese anderen Dinge, ja, ist unsere Discord-Community ideal, um genau das zu diskutieren. Habt ihr Strategien und Mechanismen, um Gold zu verdienen, Moment, gerade in der Phase, in der es ein bisschen schwieriger wird. Ich werde auch darüber berichten, was ich dann mache. Tatsächlich bin ich eher bei Lagerverkäufen und Abverkäufen, Gildenbanken leer zu machen. Auch das ist mühselig. Man kann Gold machen, aber es kostet viel Arbeit. Und nichtsdestotrotz, ihr Lieben, ich bin auch noch sowas aktiv bei sowas wie WoW Classic, weil meine Leute und meine Gilde dort aktiv sind, bin ich sowieso nicht groß in Retail, sondern überhaupt erst dabei, meine Classic Chars mal Richtung Level 60 zu bringen. Ich bin jetzt hier im Dezember, Anfang Dezember 2019, immer noch nicht Level 60. Ich hänge richtig hinterher. Also auch das Classic Goldmaking wird bei mir noch ein, zwei Anfahrtgänge brauchen, um dort wieder mit ein bisschen Lenken links und rechts in die Spur zu kommen. Ja. Ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr mich besucht habt. Mit Sicherheit gibt es von mir in Exitus demnächst wieder einen Goldcast. Also, was das angeht, nach wie vor nochmals Exitus-Kanal im Auge behalten. Dort sprechen wir über die Themen Gold, Farmen, Berufe, generell die Ökonomie.
Und dadurch, dass Exitus mehr in Retail unterwegs ist und ich wahrscheinlich bis auf weiteres auch mehr noch in Classic, ergänzt sich das wie immer auch wunderbar. Und freut mich, wenn ihr uns besucht und einschaltet. Freut mich, wenn ihr bei mir auch wieder reinschaut. Ich kann euch noch nicht sagen, wann das nächste Video kommt. Ich kann euch noch nichts zu dem Inhalt sagen. Das ist so ein bisschen, das werde ich aktuell entscheiden. Ich kann keinen Rhythmus zusagen, was Videos angeht. Aber die Überschrift ist immer WoW Gold verdienen. Die Überschrift ist WoW Ökonomie. Und heute war einfach mal für mich die Frage, wie geht ihr denn? Oder natürlich meine Community um mit diesem ganzen Thema, dass der Karawan Brutosaurier rausfliegt. Bewegt euch das? Bewegt euch das nicht? Habt ihr den alle schon? Ist euch das egal? Sagt mir was dazu. Ich sehe im Moment nicht, dass das dem Thema Inflation gut tut. Vielleicht kommt ein ganz neuer Goldzink mit Shadowlands. Über 7,5 Millionen, über 10 Millionen. Denn wir haben festgestellt, über die letzten Expansionen sind die Goldzinks ja immer teurer geworden. 2 Millionen Spende, sage ich nur. Denkt an das Tundra-Mammut des Reisenden. Denkt an das Jag. Also was das angeht, könnte ich mir vorstellen, dass Shadowlands diese Schwelle nochmal wieder ein bisschen höher schiebt. Oder wir kriegen nicht nur den Level-Squish, sondern auch den Gold-Squish. Da kann Blizzard aber nur Dezimalstellen verändern, wenn sie nicht die Verhältnismäßigkeit korrigieren wollen. Oder sie dürfen den Reichen ja auch nichts wegnehmen, sondern können nur sagen, gut, wir streichen jetzt zwei, drei Dezimalstellen weg und dann machen wir die Wertschöpfungsstruktur so ein bisschen anders, rein nominell. Das ist aber alles Spekulation, Leute. Deswegen in diesem ganzen Wahnsinn will ich mich noch nicht beteiligen. Nichts Genaues weiß man nicht. Es gibt faktisch kein Nachfolgemount. Es gibt faktisch auch keine Begründung oder irgendetwas Fundamentales. Wir können nur spekulieren, warum Blizzard das gemacht hat. Faktisch aber nochmal, um das Wort zum 17. Mal zu nutzen, für mich ist er raus aus dem Spiel. Das Black Market AH ist eine kleine Öffnungsschleuse mit einem ganz großen RNG-Vorhängeschloss, wenn man so möchte. Und mit einem Eintrittspreis, der im Zweifel Goldcap bedeutet. Und daher, alle von euch, die jetzt noch Bock haben, sich das noch zu erfahren, ihr habt jetzt also das Gold zu verdienen, ihr habt jetzt bis Shadowlands Zeit, wann auch immer das kommt. Im Worst Case im Juni, frühestmöglicher Zeitpunkt. Ich glaube noch nicht unbedingt im Juni, aber ihr habt mit dieser Liste von Novaplane eine Orientierung. Sagt mir mal unbedingt, was eure Strategie ist. Egal, verzichtet ihr auf dieses Mount oder nicht. Ja. Da habe ich auch direkt den Einstieg mit einem 20-Minuten-Video. Aber ja. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall erstmal an alle diejenigen unter euch, die jetzt so lange treu geblieben sind. Herzlich willkommen nochmal nachträglich alle neuen. Ich habe mir immer so die Mühe gemacht, im Discord alle zu begrüßen nachträglich, weil ich aber so oft und so lange auch offline war, bin ich auch nicht mehr so dazu gekommen. Aber ja. Ihr seid willkommen in unseren Communities. Die deutsche WoW Gold Farm Grind Berufe Multiboxing Community ist ja nicht so riesig. Umso besser, wenn wir da zusammenhalten und uns austauschen. Und ja, gucken wir mal, was das Ende des Jahres bringt, was 2020 bringt. Guckt bei Exe vorbei, guckt bei Mark Zeltas vorbei, guckt Goldgoblin fleißig am Stream, guckt gerne auch bei Tombras vorbei, Tombras, der auch so seine 3, 4 Dutzend, 5 Dutzend Stammzuschauer rum hat, auch ein bisschen was macht zum Thema Gold verdienen und Goldwertschöpfungskette und Grinden und hast du nicht gesehen. Also wir sind ja nicht so viel im deutschsprachigen Bereich, ne? Ja. Schön auf jeden Fall, dass ihr da wart. Und freue mich auf euren nächsten Besuch. Und jetzt gibt es dann doch ja mal wieder ein Video. Auch zum Thema World of Warcraft Ökonomie. Nächster Meilenstein. Andreas will überhaupt mal Level 60 erreichen. Und dann Level 60 Gebiete farmen. Und ja, was ich da bisher schon erlebt habe. Und die Whisper, die zum Teil kamen. Und die Geschichten, die man zwischendurch dann doch immer mal wieder erleben darf, werde ich dann zu gegebener Zeit hier teilen. Bis zum nächsten Mal. Schon cool, dass ihr da wart. Schon cool, dass ihr wiederkommt. Und ja, viel Erfolg und viel Freude in Classic oder in Retail oder in beidem. Bis dann. Viel Gold. Wir sehen uns, hören uns. Tschüss.